Hallo und herzlich willkommen bei Car News, Ihrem internationalen Automagazin. In dieser Episode präsentieren wir Ihnen den Mazda 3. Nach nun 2 Jahren bringen die Japaner das Facelift des Kompaktwagens auf den Markt. Doch bevor wir Ihnen den Mazda 3 genauer vorstellen, meldet sich Porsche zu Wort mit dem neuen 911er. 1963 stellte Porsche den ersten 911er als Nachfolger des 356 auf der IAA vor. Das Design stammte aus der Feder von Ferdinand Alexander Porsche, dem Enkel des Porsche-Gründers Ferdinand Porsche. Die bis dahin aufwendigste Neuentwicklung der Schwaben sollte als 901 an den Start gehen. Doch da Peugeot sich alle dreistelligen Zahlen mit einer 9 und einer 0 geschützt hatte, wurde der 911 daraus. Nach 15 Jahren erfolgreichem Wirtschaftswunder durfte es nach dem käferbasierten 356 für den neuen deutschen Sportler in Sachen Antrieb etwas mehr sein. Der 911 erhielt einen 6-Zylinder mit 2 Litern Hubraum. Der neue Motor lieferte 130 PS an die Hinterräder. Der luftgekühlte Boxermotor verbrauchte damals etwa 13,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Porsche erweiterte zwischen 1963 und 1973 den Hubraum auf 2341 Kubikzentimeter, was dem Motor zusätzlich bis zu 60 PS mehr Leistung brachte. Zur Markteinführung kostete der 11er 21.900 D-Mark. Das sogenannte G-Modell war die zweite Generation des 911. Auffälligstes Erkennungsmerkmal der zweiten Modellgeneration sind die höher gesetzten und bulligeren Stoßstangen. Und natürlich die unsterblichen Fuchsfelgen. Die dritte Generation des 911, den 964, stellte Porsche zwischen 1988 und 1994 her. Gegenüber dem Vorgänger war dieses Modell eine komplette Neuentwicklung. Neben serienmäßiger Servolenkung und ABS gab es den 911er erstmals auch mit Allradantrieb als Carrera 4. Der Boxer mit Doppelzündung von Carrera 2 und Carrera 4 leistete 250, der des Turbo 360 PS. 1992 waren dafür 204.000 D-Mark fällig. Der 993 als vierte Ausführung vollzog den Wechsel vom luftgekühlten zum wassergekühlten Boxer. Der Turbo des bis 1998 verkauften 911er knackte dabei mit 408 PS als erstes Serienmodell nach dem Porsche 959 von 1985 die 400 PS-Marke. Die Leistung der Motoren der fünften Generation des Porsche 911 begann bei 300 und reichte bis 450 PS für den Turbo. Sie trug die interne Modellbezeichnung 996 und wurde zwischen 1997 und 2006 verkauft. Die sechste und vorletzte Ausführung des 911 vermarktete Porsche unter der Bezeichnung 997. Die kam 2004 auf den Markt und spurtete von 0 auf 100 in weniger als 4 Sekunden. Der nunmehr allradangetriebene Turbo erreichte mit maximal 480 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 310 Stundenkilometern. Kaum zu glauben, dieser Porsche 911 hat bereits 48 Jahre auf dem runden Buckel. Zur Fahrvorstellung des neuesten Elvers der siebten Generation, die nun an den Verkaufsstart geht, schafften die Schwaben den ältesten fahrbereiten Elver nach Kalifornien. Also für mich ist es so, dass dieses Auto den Vorteil hat, dass ich hier mein Können noch besser einsetzen kann wie hier, denn das Auto fährt von alleine. Der Altmeister hat recht. Der neue Carrera S mit 400 PS sprintet in 4,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Auf kalifornischen Straßen darf es auch kein bisschen mehr sein. In und um Santa Barbara lud Porsche zum Testdrive des neuesten Elvers ein. Das Auto wirklich sehr gut auf der Rennstrecke bewegen, ist deutlich besser geworden. Der längere Radstand macht es noch einfacher zu fahren als vorher, aber hat gleichzeitig die Möglichkeit, wenn man die Sport Plus Taste ausschaltet, wirklich ein Langstreckenauto zu haben, in dem man sehr bequem reisen kann.
Quer- und Beschleunigungskräfte auf öffentlichen Straßen dem Tempolimit geopfert, sind auf der Rennstrecke reine Freudenspender. Das Auto steht stabiler, ist stabiler beim Geradeausfahren und durch die breite Spur vorne auch agiler im Einlenken. Also genau das, was sich der Rennfahrer wünscht, auf der Geraden schön stabil und beim Lenken richtig agil. Das gilt natürlich auch für den Normalfahrer, wenn es in die Berge rund um Santa Barbara geht. Die Scheinwerfer sind natürlich als runde bzw. ovale Scheinwerfer so ein bisschen tabu. Das ist ein Thema, was für den 911 so gehört. Das ist ein sehr, sehr hoher Wiedererkennungswert. Bei den Blinkern hingegen und bei den Lufteinlässen, da haben wir hier die Möglichkeit, dem 991 ein sehr spezifisches Aussehen zu geben. Man sieht das daran, wie hier diese Blinkerform in den Lufteinlass einklingt und es gibt ihm sehr viel Differenzierungspotenzial. Knapp 4,50 Meter lang bietet der neue Elfer die bekannte Linie, profitiert aber bei den Proportionen sichtbar vom 10 cm längeren Radstand. Nie war er so harmonisch wie heute. Rennen ist für den neuen Elfer eine Leidenschaft, das Reisen eine Lust. Der Weg ist das Ziel. Die Kraftübertragung serviert den Wechsel der Fahrstufen in 7 Gängen. Erstmals bei einem Serienauto manuell. Auf Wunsch auch in Form eines Doppelkupplungsgetriebes. Räder mit 20 Zoll Durchmesser unterstützen die Optik im Rahmen des Nebeneffekts. Für die Praxis entscheidend ist die über alle Zweifel erhabene Bremsanlage des Coupés, die auf Wunsch auch wieder aus keramischen Werkstoffen bestehen darf. Der 3,8 Liter Sechszylinder Boxer bietet trotz höherer Leistung und verbessertem Drehmoment einen 13% geringeren Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Vorgänger. Mit Doppelkupplungsgetriebe sind es sogar 16% weniger. Das sind nur die wesentlichen Aspekte des neuen Elfers, die jedoch bereits anschaulich verdeutlichen, dass Tradition ein Markenwert ist und keine Bürde für den technischen Fortschritt sein muss. Eins steht nach der ersten Ausfahrt mit dem neuen Elfer wie bei allen Generationen zuvor fest: Der neueste ist immer der beste. Beim Fahrwerk des Mazda 3 kommen geänderte Stoßdämpfer und neue Federn zum Einsatz. Dadurch kommt es zur verbesserten Fahrdynamik ohne Einbußung von Komfort. ESP ist erst ab der Edition Line-Variante serienmäßig verbaut. Dafür gibt es aber schon in der Basisversion zahlreiche Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel den Notbrems-Warnblinkassistenten, Front-, Seiten- und Kopf-Airbags. Weder in der Länge noch in der Breite hat der Mazda 3 seine Maße verändert. Mit 4,46 Metern bleibt er somit einer der längsten in seiner Klasse. Der breite 5-Punkte-Grill wirkt markant und streng. Die seitlichen Lufteinlässe sind stärker herausgearbeitet und stehen weiter nach vorn, was sich positiv auf die Aerodynamik auswirkt. Außerdem gibt's neue Nebelscheinwerfer. Als nächstes haben wir einen kleinen Film zur Geschichte des Audi A4 für Sie vorbereitet. Zuletzt rollte der 10-Millionste vom Band. Die Geschichte einer Legende lässt sich am besten dort begreifen, wo sie begonnen hat. Wir blicken zurück auf 8 Generationen eines Autos, das die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Audi stärker geprägt hat als jedes andere Modell. Der Audi 80, aus dem der heutige A4 hervorgegangen ist. Stellvertretend für fast 10 Millionen Käufer erklären Fans und Väter des Erfolgsmodells die Faszination dieses ganz besonderen Autos. Ja, mein erstes Auto, ein Audi 80, Baujahr 1973, weiß ich noch wie heute, wie das war. Also mit dem Kumpel aufs Fahrrad gesetzt und Straßen abgefahren und kommen an der Tankstelle vorbei und da ist er gestanden. Korallrot war er, zweitürig, 55 PS. Ein Traum, wie der da stand. Audi 80, die neue Leistungsklasse.
wussten, das ist einmal das Auto, das in Ingolstadt eben zu Stückzahlen kommen muss. Der Motor sollte entwicklungsfähig sein, aber er sollte auch im Verbrauch, im Geräusch und in der Fertigung die Anforderungen der Zeit erfüllen. Der Reifenmörder. Audi 80 mit seinem neuen lenkstabilen Bremssystem. 1978 stellt Audi die zweite Generation des Audi 80 vor, der sich in einem modernisierten Design präsentiert. Die Keilform macht den neuen Audi 80 nicht nur schöner, sondern auch schnittiger. Das war ganz am Anfang von der Audi-Zeit, ich glaube, es war die zweite oder dritte Rallye, die wir mit dem Audi 80 noch gefahren sind. Das war wirklich der Beginn einer neuen Ära für Audi. Es war das erste Fahrzeug, das für Audi Weltmeisterschaftspunkte geholt hat. 1980, dann eine technische Revolution. Audi bietet mit dem Quattro den ersten Seriensportwagen mit permanentem Allradantrieb. Es war nicht ganz einfach zu fahren, weil als Rallyefahrer ist man gewohnt, dann die Radien etwas mit der Handbremse zu verkürzen. Das ging nicht, speziell bei losem Untergrund, ob jetzt Schnee oder Eis oder Schotter oder auch wenn die Straßen feucht waren, hat das Auto eine überragende Traktion gehabt. Und wir konnten das alles wieder wettmachen, auch wegen der unglaublichen Motorleistung. 1983 kommt die Quattro-Technologie auch im Audi 80 zum Einsatz und geht in Großserie. Vorsprung durch Technik. Mit dem Audi 80 der dritten Generation geht das Unternehmen erneut voran. Ein CW-Wert von 0,29 war vor 25 Jahren ein Spitzenwert und ist es noch heute. Außerdem sagt Audi einem der natürlichen Feinde des Autos den Kampf an, dem Rost. Die ganze Entwicklung vom B3 und auch das ganze Thema Planung für das Auto in der Fabrik ist unter dem Gesichtspunkt gelaufen, wir wollen das Auto voll verzinkt haben. Haben uns, man möge uns das nachsehen, ein bisschen diebisch gefreut, wie die Kollegen von Volvo ein Jahr später auch Vollverzinkung machen können, dass die Stahlwerke gesagt haben, können wir nicht, hat Audi schon bestellt. Der Audi 80 ist auch in Sachen Sicherheit seiner Zeit voraus. Das Audi-System Pro Conten strafft bei einem Frontalaufprall die Gurte der vorderen Passagiere und zieht das Lenkrad vom Fahrer weg. Sicherheit serienmäßig. Musik. 1991 geht Audi mit der neu entwickelten vierten Generation an den Start. Der 1,9 Liter Turbodiesel-Direkteinspritzer TDI ist eine Sensation, weil er dem Diesel bisher nicht gekannte Agilität und Sportlichkeit verleiht. Wir hatten beim B4 eine Vorgabe gehabt, dass das ganze Auto 25 Stunden kosten darf in der Fabrik vom Rohbau, Lack und Montagen. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass man diese Zeit einhält, wo wir vorher immer 30 und 35 Stunden gehabt haben. Aber es war eine ganz knallige Vorgabe. Wir haben gemerkt, gegen Ende der Laufzeit haben wir eigentlich Produktionskapazität frei. Und was liegt da näher, als zu sagen, wir bauen einen Audi 80 Avant? Ab 1994 wird der Audi 80 zum A4. Die Vierlenker-Vorderachse und der Fünf-Ventilmotor sind die technischen Highlights. Überzeugende Technik und das richtungsweisende Design machen den neuen A4 auf Anhieb zum Verkaufsschlager. Der B5 war für mich der Höhepunkt überhaupt in der Designgestaltung. Ein so gutes Design, dass ich behaupte, dass damit Audi einen wahnsinnigen Designsprung gemacht hatte. Und ich behaupte es heute noch, dass zu der damaligen Zeit dieses Design nicht erreichbar war von keiner anderen Marke, die es sonst gab.
Die zweite Generation des A4 kommt im Oktober 2000 auf die Straße. Er greift die Stärken seines Vorgängers auf und entwickelt sie konsequent weiter. Ja gut, den B6, der hatte dann schon viele Assistenzsysteme drin. Das war für die Zeit 99-2000 war der Übergang zu ESP. Und das war dann die Hauptneuerung bei dem Auto. ESP und dann Pumpe-Düse-Motoren vor allem, nochmal gewachsener Innenraum, ansprechenderes Design. . 2004, die dritte Generation des A4. Mit einem neuen, unverwechselbaren Gesicht. Hier sehen Sie zwei Rennwagen für die DTM. Auf der linken Seite haben wir das Auto, mit dem ich letztes Jahr einige Rennen und die Meisterschaft gewonnen habe. Rechts sehen Sie den Wagen, mit dem wir dieses Jahr unseren Titel verteidigen wollen. Das neue Auto hat den neuen, ungeteilten Kühlergrill. Dadurch wird die Luftzufuhr ein wenig verbessert. In den letzten Jahren hat der Durchbruch zum Premium-Segment stattgefunden. Vor allem durch das neue Gesicht mit dem Single Frame. Dieses Auto muss eine Persönlichkeit haben, ne? Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir den Audi A4-Charakter weiterhin stärken wollen und auch auf den ersten Blick erkennbar machen werden. 2007 stellt Audi den A4 der vierten Generation vor. Das neue Auto knüpft nahtlos an die Erfolge der Vorgänger an und bricht alle Rekorde. Rasante Entwicklungen und ständige Evolution. Doch der Grundidee von einer kompakten, sportlichen Limousine, die Emotionen weckt, wird Audi auch in Zukunft treu bleiben. Audi bezeichnet den A4 nach mehr als 10 Millionen Einheiten nicht zu Unrecht als Mittelpunkt der Marke. Darum umfasst die gründliche Modellpflege ab November 2011 das gesamte Angebot der Modellreihe, zu der Limousine, der Kombi Avant und der Allroad Quattro gehören. Dafür wurden Technik und Optik gründlich überarbeitet. Die vier Benziner mit Direkteinspritzung spannen das Leistungsangebot von 170 bis 333 PS. Bei den sechs Dieseln fächert sich die Leistung zwischen 120 und 245 PS auf. Fünf der Motorvarianten lassen sich mit dem Allradantrieb Quattro kombinieren. Bei den Kraftübertragungen stehen Sechsgang-Schaltgetriebe, die stufenlose Multitronic und die siebenstufige S-Tronic zur Verfügung. Das Innere des Mazda 3 verändert sich kaum. Das Cockpit überzeugt weiterhin mit verstellbarem Lenkrad und übersichtlichen Armaturen. Gegen Aufpreis ist der Mazda mit einem Navigationssystem verfügbar, das Radio, CD-Player und Einparkassistent beinhaltet. Der variable Kofferraum bietet ein Ladevolumen von bis zu 1360 Litern. Damit liegt der Mazda 3 allerdings nur im unteren Mittelfeld der Kompaktklasse. Von der Kompaktklasse zur B-Klasse. Autos von Mercedes verhalten sich ein wenig wie die schwäbische Rotweinspezialität Trollinger. Der muss reifen. Wie die B-Klasse von Mercedes. Die findet in ihrer zweiten Generation zu neuen Allround-Qualitäten. 2005 präsentierte Mercedes die erste B-Klasse. Die ist auf dem Modell der A-Klasse, aber mit mehr Platz konzipiert. Besonders äußerlich verändert sich die B-Klasse. Mit einer Länge von 4,35 Meter ist die neue B-Klasse um 9 cm gewachsen und mit 1,55 Meter Höhe um knapp 5 cm geschrumpft. Die LED-Scheinwerfer in der Front sind vergrößert worden.
Die breit wirkende Steilhecklimousine ist sowohl in der Front als auch im Heck charakteristisch gestaltet. Dafür sorgen unter anderem die bis in die Seiten gezogenen Scheinwerfer und die eckiger gestalteten Seitenspiegel. LED-Technik befindet sich auch in den Heckleuchten der B-Klasse. Ungewöhnlich für Mercedes, der Tankdeckel befindet sich auf der linken Seite des Wagens. Die Motorhaube geht fließend in die A-Säule über, die Dachlinie fällt bis zum markanten Dachspoiler leicht ab. Die charakteristischen Linien an der Seite verleihen dem Mercedes ein gewisses Maß an Sportlichkeit und Dynamik. Die Sitze sind tiefer angeordnet als bei der alten B-Klasse, trotzdem fällt die Sitzposition aufrechter aus. Beim Kofferraumvolumen ist der Sport Tourer mit seinen 1645 Liter Ladevolumen fast neuer Champion. Nur Citroën C4 Picasso bietet noch einmal 90 Liter mehr. Im Innenraum bietet Mercedes in der Mittelkonsole auf Höhe der Armaturen einen großen, fast freischwebend wirkenden Bildschirm der Navi Multimedia-Einheit, die sich in der Art eines Apple iPads präsentiert. In Kombination mit dem Multimedia-System Command Online ist in der B-Klasse sogar Internetzugriff möglich. Eine andere schicke Option ist das riesige Glas-Panoramadach, das sich teilweise sogar öffnen lässt. Wir haben einfach die Chance der neuen B-Klasse genutzt und sind auf vollständig neu entwickelte Motoren übergewechselt. Und gerade diese Motoren in Verbindung mit neuen Getrieben sind es, die uns dazu befähigen, 114 Gramm CO2 tatsächlich mit diesem Fahrzeug erreichen zu können, ohne ein spezielles Verbrauchspaket. Die frontbetriebene B-Klasse gibt es mit 4 Motoren. Als Benziner mit 122 und 156 PS und als Diesel mit 109 und 136 PS. Als Kraftübertragung dient entweder ein manuelles 6-Gang- oder ein automatisches 7-Gang-Getriebe. Beide Dieselmodelle kommen auf 100 Kilometer mit 4,4 Litern aus. Die erste Generation brauchte da 0,8 Liter mehr. Nun, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir für das Thema Sicherheit stehen. Ein Mercedes ist dann ganz besonders interessant, wenn man sich sagt, ich möchte besonders sicher unterwegs sein. Vielleicht, weil man Nachwuchs bekommen hat und einfach sicher gehen möchte, dass das eigene Kind im bestmöglichen, sichersten Fahrzeug im Segment unterwegs ist. Und genau dafür haben wir etwas gemacht, was bisher noch in keinem anderen Fahrzeug realisiert worden ist. Wir haben serienmäßig einen Radarsensor integriert in den Wagen. Das heißt, jede Mercedes B-Klasse hat einen Radarsensor ab dieser Generation, der die Straße vor einem im Auge behält und einen warnt, wenn man über 30 km/h schnell fährt und eine gefährliche Situation auf einen zukommt. Wir sind einfach der Meinung, dass man schon, bevor ein Unfall passieren könnte, sich damit auseinandersetzen sollte und den Fahrer warnen sollte. In Sachen Sicherheit soll die neue Generation der B-Klasse die Pionierrolle in seiner Klasse übernehmen. Der Müdigkeitswarner soll den Fahrer vor folgenschwerem Sekundenschlaf bewahren. Außerdem setzt das Pre-Safe-System vor einem drohenden Unfall Schutzmaßnahmen in Aktion. Es strafft die Gurte, stellt die Sitze aufrecht, schließt Fenster und Schiebedach und bereitet die Ausfaltung der Airbags vor. Die Mercedes B-Klasse ist als Benziner mit 122 PS ab sofort für 26.001 Euro zu haben. Neue Motoren gibt es keine beim Facelift des Mazda 3. Neu ist lediglich die Kombination aus dem 1,6 Liter Benziner und einer 4-Gang-Automatik. Ansonsten gibt es Benzinmotoren von 105 bis 260 PS und 3 Dieselvarianten von 115 bis 185 PS. Unser 1,6 Liter Diesel mit 115 PS verbraucht auf 100 Kilometer nur 4,3 Liter. Topspeed sind 186 km/h. Vor kurzem fand in Kalifornien die Los Angeles Auto Show statt. Wir haben für Sie die Highlights einmal zusammengefasst. Vom 18. bis 27. November findet in Los Angeles die vorletzte große Automesse des Jahres statt. Die LA Auto Show zählt mittlerweile zu den wichtigsten Automessen der zweiten Jahreshälfte und gewinnt international zunehmend an Bedeutung, auch für die europäischen und insbesondere die deutschen Autohersteller.
Volkswagen stellt den überarbeiteten Passat CC auf die Messebretter. Die zweite Generation der Mittelklasse-Limousine vertraut dabei weiter auf das erfolgreiche Rezept der ersten. Lediglich der Name wird radikal geändert. Ab sofort steht der neue schlicht als VW CC beim Händler. Außerdem wird der Beetle R präsentiert. Mercedes stellt den neuen ML63 AMG ins Rampenlicht. Der AMG 5,5 Liter V8 Biturbomotor mobilisiert 525 Pferde sowie ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern. Wem das noch nicht reicht, der kann mit dem optionalen AMG Performance Package aufrüsten. Porsche zeigt eine Weltneuheit, den zwischen Panamera Turbo und Panamera S platzierten Panamera GTS. Wer hatte noch gleich vor ein paar Jahren Zweifel geäußert, ein viersitziger Porsche würde kein Erfolgsmodell? Außerdem enthüllen die Zuffenhausener nicht ohne Stolz den 911er, ein Mythos in Neuauflage. Nicht minder kraftvoll der Auftritt des Audi R8 GT Spider. Angetrieben wird das Coupé von einem 5,2 Liter V10 mit 560 PS. Höchstgeschwindigkeit ist 317 Stundenkilometer. Neben dem S6, S7 und S8 erregte vor allem der e-tron Spider Aufsehen. Vorsprung durch Technik gilt für Audi eben auch in Nordamerika. Ford hat den neuen Escape enthüllt. Der wird zum Glück auch nach Europa kommen, allerdings unter dem Namen Kuga. Außerdem präsentiert der Hersteller fürs neue Modelljahr den Flex. Neben einer aufgehübschten Optik bringt der große Crossover einen sparsameren Motor und neue Technik mit. Auch der neue Honda CR-V feiert seine Premiere. Im Frühjahr 2012 wird er dann bei den Händlern stehen. Honda will den SUV deutlich sparsamer auf die Straße schicken, unter anderem durch Einsatz einer neuen 6-Gang-Automatik. Die Honda-Nobeltochter Acura überraschte mit dem 2012er ZDX. Jaguar Ghost States, gleich vier bahnbrechende Neuheiten, werden von der britischen Premium-Marke präsentiert. Highlight ist zweifellos die neue Cabrio-Variante des Jaguar XKRS. Mit 550 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 300 ist die Open-Air-Version gemeinsam mit dem bereits im März in Genf gezeigten Coupé das stärkste jemals bei Jaguar entwickelte Produktionsmodell. Die Sportwagenmarke zeigt in der kalifornischen Metropole darüber hinaus die seriennahe und leuchtend weiß lackierte Studie Jaguar CX-16. Der rassige Sportwagen wird von einem hochmodernen Hybridantrieb angetrieben, bei dem ein aufgeladener 3-Liter V6 den Part des Verbrenners einnimmt. Außerdem erkundet Land Rover mit gleich zwei Studien eine mögliche Designrichtung für den Nachfolger der Geländewagen-Ikone Defender. Obwohl der geschlossene DC100 als auch der offene und trendige DC100 Sport glänzen mit hoher Flexibilität und breitem Einsatzspektrum. Chevrolet zeigt auf heimischem Boden zwei Weltpremieren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. An die Seite der US-Version des Kleinwagens Spark stellen die Amerikaner das Camaro ZL1 Cabrio mit 587 PS und 6,2 Liter Hubraum, den stärksten offenen Chevy aller Zeiten. Nicht minder stark ausgestattet sind die Corvette Le Mans und der Supercharged ZR1. Mazda zeigt neben anderen Brot- und Buttermodellen auch den CX-5. Toyota hatte den neuen Camry mitgebracht, den es leider nicht in Europa gibt und nicht geben wird. Außerdem wurde die Rennversion für die Nesca-Serie gezeigt, selbstverständlich nicht für die Straße gedacht. Für den Alltagseinsatz wiederum wurde die neue Generation des Jahres gezeigt. Lexus präsentierte nicht nur den 2013 GS350, sondern auch gleich die Sportversion. Blickfang wieder einmal der LFA. Das Facelift des Mazda 3 ist bereits seit Oktober im Handel und fährt sich schon mal einen kleinen Vorsprung heraus zum Golf 7, der 2012 startet. Preise beginnen bei 16.990 Euro und reichen in der Variante MPS mit 260 PS bis knapp 28.000 Euro. Damit sind wir schon am Ende unserer neuesten Episode von Car News, Ihrem internationalen Automagazin. Ich hoffe, Sie haben gerne zugeschaut und ich darf Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Bis dahin, tschüss und alles Gute.